Harald Schmidt ist bei uns zu Gast. Das ist eine große Ehre für ein Unternehmen wie das unsere. Vor allen Dingen, wenn wir uns mit dem Thema Reputation beschäftigen. Und wenn einer weiß, wie man in der Öffentlichkeit dazustehen hat, wie man sein Image pflegt und seine Reputation, dann ist es Harald Schmidt. Harald, ich sage Harald, weil heute duzen sich ja alle, ne? Oder? Ja, und ich heiße ja auch so, ne? Denn das ist richtig. Aber du kannst auch Günther zu mir sagen oder Björn oder einfach nur Hashtag, weil man will sich auch heute nicht mehr so festlegen. Aber warum, was hältst du davon, dass ich heute auf den Chefetagen auch grundsätzlich geduzt wird, dass der CEO seinem Pförtner anbietet, ihn zu duzen? Ja, mir gefällt das sehr gut, weil es ja keine praktische Auswirkung hat. Also das heißt, man wird eben geduzt, wenn man rausgeschmissen wird. Das ist so, wie der CEO ja heute auch nicht mehr mit Krawatte kommt, sondern im T-Shirt oder im Pulli, um zu zeigen, ganz flache Hierarchie, wo wir bisher die Folterkammer hatten in der Firma, haben wir jetzt die Kuschelecke. Aber in der praktischen Auswirkung beim im Idealfall sozialverträglichen Stellenabbau hat es keine Auswirkung. Aber also, du hattest ja immer bei deiner Lehnerschau immer eine Krawatte an. War ja, das Respekt ja. vor deinen Gästen oder war das Teil ja. des Kostüms? Nee, das war auch für mich so eine Uniform, dass man das, was mich so in gewisser Weise stabilisiert hat. Ja? Und ich war immer der Meinung, je härter man inhaltlich rangeht, desto unangreifbarer muss man in der Form sein. Das klingt danach, dass du schon über deine Reputation natürlich auch nachgedacht hast. Ja, also ich habe, mein Berufsleben besteht ja darin, dass ich einfach mache, wozu ich Lust habe. Und dann stelle ich fest, dass man da eben so zu so einer Marke wird. Das war dann irgendwann mal Dirty Harry. Das kriegt man so aufgeklebt. Was meine Erfahrung ist, es bringt überhaupt nichts gegen ein Image, was die Öffentlichkeit einem aufpappt, anzugehen. Wenn die Öffentlichkeit sagt, du bist Coca-Cola oder du bist Daimler-Benz oder eben Dirty Harry, dann muss man das bedienen. Es bringt nichts zu sagen, ich bin ganz anders oder sowas wie ein Imagewandel oder so, habe ich nicht erlebt, dass es irgendwo geglückt wäre, sondern ich habe also, was man nicht verbergen kann, muss man ausstellen. Aber das heißt ja auch nicht, dass man dann authentisch bleibt, sondern man ist eigentlich das, was von außen ja, in einen hinein interpretiert wird. Authentisch ist in meiner Welt ein Schimpfwort. Ja, weil das sind überwiegend Leute, die nicht mit Messer und Gabel essen können und sagen, ich bin immer authentisch geblieben. Ja, ich habe mich nicht verbiegen lassen. Die Besten erfinden eine Authentizität. Ja, also wie zum Beispiel Mark Zuckerberg, der einfach immer in diesem selben T-Shirt da sitzt. Oder der Beste Steve Jobs, in einem, habe ich jetzt gelesen, von Designer entwickelten Rollkragenpullover da stand. Ich wüsste gar nicht, was authentisch tatsächlich sein soll. Also jetzt für das, was ja auch dein Job ist, ist es eigentlich das Beste, dem Kunden eine Authentizität zu erfinden. Oder sagen, alle Welt sieht dich als ein super erfolgreichen Geschäftsmann, der es im Grunde nicht geregelt kriegt, verstärke das. Ja. Genau, ja, dann hast du eigentlich wunderbar beschrieben, wofür wir bezahlt werden und womit wir unser Geld verdienen. Aber das ist auch eine Menge Arbeit, gegen diese Leitwölfe dann auch entsprechend anzukommen und denen diesen Rat mit auf den Weg zu geben und dass sie einem noch folgen. Das ist es und ich sage jetzt mal was dir Tränen des Glücks in die Augen treiben wird. Wer deine Firma braucht, der macht schon was falsch. Das sind natürlich die meisten, weil die meisten natürlich extremst verunsichert sind, von allen Seiten was eingeredet kriegen. Und man muss auch ganz klar sagen, ich habe ja jeden Abend selber die Endabnahme gemacht. Und ich war mein eigener Chef. Das heißt, wenn ich jetzt CEO bin oder wenn ich bei einem der Vorstandsvorsitzende von einem DAX-Unternehmen bin, dann habe ich ja die ganze Compliance und alles am Hals. Dann muss ich mir eventuell mal die teure Uhr wegretuschieren lassen oder drauf retuschieren lassen, je nachdem, wie mein Image ist. Ich muss alles abwägen. Und ganz ehrlich gesagt, deswegen sind ja auch die meisten Interviews so langweilig, weil sitzt der Presseberater mit dabei, streicht alles raus, dann klärt es die juristische Abteilung nochmal ab. Und maximal kommen in den letzten zwei Abschnitten dann so ein bisschen Äußerungen, wo man sagt, naja gut, und dann ist immer, was mögen Sie denn gar nicht an sich? Ja, meine Ungeduld.
Und es gab eigentlich nur zwei Leute. Der eine war Lagerfeld, ja, und der andere bin ich. Alle anderen können gar keine Interviews geben. Es gibt noch andere Leute, die Interviews geben und die in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Die wollen wir einfach mal ein paar durchgehen und mal hören, was dir zu denen einfällt. Halte kurz in die Kamera. Ja. Harry und Meghan, was fällt dir zu denen ein und deren Reputation vor allen Dingen? Darum geht es hier. Ja, also machen das eigentlich perfekt, weil sie ohne Rücksicht auf Verluste sich in den Betrieb reinwerfen. Ja. Sind natürlich aus dem Königsgeschäft raus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es noch geht, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde ich sagen, wenn man das will, ja, haben die das schon sehr gut gemacht, ohne sich, glaube ich, aber allzu viel zu überlegen. Also ich wusste ja schon, als ich Meghan bei der Trauung alleine den Gang entlang gehen sah. Und die Reporter sagten, hier beginnt eine neue Zeit, da zeigt eine Frau souverän und selbstständig, sie wird nicht mehr zum Altar geführt. Das war der Reporter, der das kommentiert hat. Ich habe aber auf den englischen Hochadel geguckt, der links und rechts in den Bänken saß und habe die Blicke gesehen und diese Blicke sagten, dafür haben wir Indien aufgegeben? Never. Und ich wusste, das geht nicht lange gut. Und jetzt kürzlich hat sich die Pferdepflegerin gemeldet, die sagte, ich habe Harry entjungfert. Ja. Also das läuft gut. Das Buch von ihm ist auch auf der Spiegel-Bestsellerliste schon seit Erscheinen, Platz 1. Da sind schon einige zig Millionen geflossen. Aber natürlich, meine Lieblings-Royal in Sachen PR ist Kate. Kate. Kate macht alles richtig, ja. Top angezogen, sieht top aus, hat diese Mischung aus Kühle bis hin zur Kälte und mit den Kindern dann, die Kinder auch perfekt mit der kurzen Hose an Weihnachten und so. Also generell bin ich ein großer Fan der Royals und bin aber immer Fan des Mottos gewesen, never explain, never complain. Also bloß nicht was richtig stellen. Und der alte Satz meines Freundes Henry Kissinger, dining and whining the press bringt nichts. Ja, also ja. Von wegen, die kennen wir, die sind okay. Ja, ja. Sehr gut. Dann haben wir hier Luisa Neubauer. Ja, Luisa Neubauer darf außer mir niemand sagen, weil es sofort als sexistisch und macho und alter weißer Mann geht, profitiert natürlich enorm von ihrer Attraktivität. Wenn sie eine durchschnittlich engagierte Öko-Tante mit runden Schuhen wäre, wäre sie längst nicht so präsent. Profitiert sie auch von dem neuen Hart, aber fair Moderator? Ja, der neue Hart, aber fair Moderator profitiert sehr von ihr. Von profitiert ihr. Sehr von ihr. Das war, er hat dort dadurch einen bombastischen Start gekriegt durch die Sache mit ihr. Er hat sofort eine andere Frau eingeladen, auch jung, auch attraktiv, aber nicht so verbal fit wie Frau Neubauer. Und die konnte er hart angehen und das hat ihn sozusagen so etabliert. Also es hätte gar nichts Besseres sein können als diese Verbindung für ihn und die Aufregung, die Presse dankenderweise gleich wieder veranstaltet hat. Trotzdem gehört ja zu ihrem Image und der Reputation dazu, dass sie sich nicht auf die Straße klebt, sondern sie lässt andere sich auf die Straße kleben. Ja, diese aber Klimakleber, was hältst du von denen? Was das zeigt die Professionalität. Das ist von Luisa Neubauer. Ja, ist ja verständlich. Ja. Das ist ganz klar. Im großen revolutionären Bereich hat man Leute, die für einen sozusagen, die auf die Barrikaden gehen, weil man selber ja strategisch in die Zukunft denken muss. Das war schon immer so. Ja, ja, da hindert das noch. Wer war das hier? Das war einfach so ein Kleber, vielleicht der jetzt nach Bali geflogen ist. Ach so, der hat sich geklebt. Ja. Nee, klebt, es war ja nicht Bali, es war Thailand. Ah, war doch. Ja, es war Thailand. Ah, okay. Ich hab's auch war das ein Unterschied? Naja, doch, weil theoretisch gesehen kann man Thailand zu Fuß erreichen. Es sind 94 Tage laut Google Maps. Ich habe sofort gegoogelt, ich habe auch geguckt, ob eine Busverbindung möglich wäre. Das bietet Google nicht an. Also man hätte es klimaneutral schaffen können, wenn man gewollt hätte. Man muss aber sagen, natürlich unfassbare Krisengebiete, jetzt inklusive Erdbebengebiet Türkei. Also, aber theoretisch wäre es möglich. Und Bali brauche ich halt doch zumindest ein Schiff, was auch nicht direkt mit Biodiesel betrieben wird. Ne? Ja, sagt der alte Kreuzfahrer. Machst du noch Kreuzfahrten? Nächste Woche wieder, Landdreh, wie es bei uns heißt, auf Bali. Und dann mit dem Schiff von Singapur nach Indien. Ja, da ist dann egal, dass die noch mit Diesel
angetrieben werden? Nee, weil das Tolle ist, es ist ein großes Thema in der Kreuzfahrtindustrie, weil die sind natürlich auch nicht doof. Und die sagen, also wir stellen um, ganz klar, wir sind dabei, das dauert seine Zeit. Es gäbe jetzt schon die Möglichkeit, mit irgendwie was ganz Tollem zu das Schiff zu betreiben. Da gibt es aber nur eine Tankstelle in Kalifornien, was dir nichts nützt, wenn du in Indonesien als Reeder bist. Man sollte aber vielleicht sagen, dass die Reederei sagt, wir können es gar nicht fassen, wie viel Geld wir während der Corona-Krise verdient haben. Wir haben eine Rendite, da glüht unser Computer. Ja, also zum Thema, welche Branchen verdienen in schwierigen Zeiten. Und das habe ich zum Beispiel noch nie in der Offenheit gesehen, dass ein Chef sagt, mir ist was unangenehm, wie viel wir verdient haben. Ne? Kühne. Klaus-Michael Kühne, der ja aber auch immer noch sein Herz für den Hamburger Sportverein sich bewahrt hat. Ne? Ja, das ist mal ein Thema für einen anderen Podcast. Natürlich. Kann der noch was an seiner Reputation tun? Ja, das ist auf mehreren Ebenen zu sehen. Ich habe gelesen, meine Diözese Köln, wir waren ja mal die Reichste, wurden leider von Paderborn überholt. Das tut weh. Ja. Zahlst du denn noch da ein in die Kasse? Ja, klar. Ich krieg ja immer ein Schreiben vom Generalvikar mit Dank und teilweise kriege ich was zurück, weil es so ein Limit irgendwie gibt. Ja. Echt? Ja. Und ich habe gelesen, man hat 800.000 Euro für Beratung ausgegeben. Ja. Hätte man vielleicht in reinschmeißen können, dann hätte es noch so einen künstlerischen Vorgang gehabt für die Dokumenta. Aber da ist natürlich die Nummer, dass man darf das nicht zu sehr kölsch oder deutsch sehen, das muss man aus Sicht des Vatikan sehen. Ich habe gesehen, bei der Trauerfeier für Benedikt den 16. saß er Außenplatz Reihe 3. Und der Vatikan zieht dann solche Leute wie auch Thebats van Elst aus Limburg erstmal aus der Schusslinie, aus der medialen. Und sagt, so viele haben wir nicht mehr, die geben wir nicht vorschnell auf. Ich glaube, vom Image und medial ist nichts zu retten. Das hat aber nichts mit der Jobgarantie durch den Vatikan zu tun. Wer hat noch Bedarf an Boris Becker? Ja, gut. Ist einer der wirklichen wenigen Weltstars, die es gibt. Muss man klar so sehen. Vielleicht noch Steffi Graf und Franz Beckenbauer. Deutschen Weltstars. Deutschen Weltstars. Und das ist natürlich massiv ins Trudel geraten, hat aber das Gefängnis hinter sich gebracht und man muss jetzt sehen, wie es weitergeht. Ja. Herr Hoeneß war ja erstmal ruhig und er nicht. Er macht gleich Interviews und alles. Das ist halt, man weiß natürlich, was so ein doch, glaube ich, ziemlich heftiges Gefängnis mit einem macht. Ja, das ist, glaube ich, schwierig zu beurteilen. Hört da so ein bisschen Mitleid raus? Der Punkt ist einfach, man muss rechtzeitig, das sind, glaube ich, viele Angebote gemacht worden vor dem Gefängnis. Ja? Mhm. Also in so einem Fall ist einfach sofort den bestmöglichen Anwalt nehmen, der für diesen speziellen Fall zur Verfügung ist und dann Hosen runter und nicht noch was verstecken oder was vertuschen oder was irgendwas, sondern offene Karten, Reue zeigen, dann ist da schon noch was zu retten, glaube ich. Mittel der PR immer am Anfang, wenn man einen Neuanfang machen will, immer mehr Culpa, Asche auf mein Haupt. Damit die Leute sagen, das nehmen wir jetzt ab. Ja, also man muss es unterschiedlich. Also ich würde halt raten, erst gar nicht in so eine Situation zu kommen. Ja. Das ist einfach dann doch immer das Hilfsreichste. Entweder man zahlt die Steuern, wie ich es zum Beispiel mache, ich zahle einfach die Steuern. Oder wenn man keine Steuern zahlen will, was ich aber in gewisser Weise uncool finde, ja, dann muss man halt wirklich ein System haben, was eben wasserdicht ist und wo einem nicht einer sagt, das ist wasserdicht. Ja, also Stichwort auch Cum-Ex und so. Ja. Kann halt dann doch alles schief gehen. Also ich schlafe gern ruhig, ich zahle Steuern. Ja, und er wird irgendwie weitermachen als Weltstar mit welchem Geschäftsmodell auch immer. Ja, die Frage ist, er darf jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre nicht nach England, ob ihn dann die BBC wieder nimmt. Die BBC hat ihn sehr geschätzt und das hat er grandios gemacht als Kommentator. Wirklich gut, er weiß halt, wovon er redet. Ja. Hast du mit dieser Generation irgendwas am Hut? Nein, ich muss ehrlich sagen. Weißt du überhaupt, wie die heißen? Nein, das weiß ich nicht. Weiß das jemand, wie die heißen, ja? Lisa und Lena. Lisa und Lena heißen die. Und das sind?
YouTube, Influencer. Influencer. Ja. Also nee. Sag bloß, du hast sie noch nie gesehen. Nee, definitiv nicht. Echt also nicht? Mit der Generation habe ich überhaupt... nee, tut mir leid. Und die Influencer was? Ich weiß es auch nicht, aber ich dachte, ich zeig's dir. Du bist immer am Puls der Zeit, weißt genau, was läuft. Und grinsen dann in die Kamera. Ja. Nee, weil Influencer ist für mich, also ich kenne eigentlich nur die Kardashians, weil die das natürlich so zu machen wie Dagobert Duck. Ja. Aber alles andere ist für mich uninteressant, weil ich das System nicht kapiere. Ich habe es auch nicht sozusagen in der DNA. Und es ist mir zu kurzlebig, ja. Also mich interessiert ja dann eher jemand wie Clint Eastwood, der einfach mit 90 Jahren noch Filme macht. Außerdem auf deinem Club-Handy kannst du denen auch nicht folgen. Also es würde mich überhaupt nicht interessieren, was die machen, auch das Geschäftsmodell und so. Das ist für mich... Legen wir sie weg. Ja. Und kommen auf den Herrn hier. Ja, Gianni Infantino. Infantino, ja. FIFA-Chef. Kann man sehr viel lernen, viel lernen. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, schickt ihm der Showgott Nancy Faeser mit der One Love Armbinde. Der größte Glücksmoment sicher in diesem Jahr für ihn, weil er konnte zeigen, schaut mal, wie entspannt ich umgehe, wenn jemand Kritik übt. Ich bin heiter, ich begrüße sie. Dann hat er sie umarmt, Küsschen, Foto, ein Traum. Die WM hat mir sowieso wahnsinnig gut gefallen, weil die Länder mit 95% Inflation wie Argentinien oder auch andere Länder, wo es Schwierigkeiten gibt, vielleicht wie Senegal, Mexiko und so weiter, die Fans waren unfassbar gut drauf, die waren wahnsinnig sympathisch. Und wir sind mit Kriegsgrämmigkeit und schlechter Laune in der Vorrunde abgereist. Und das lässt sich meiner Meinung nach auf andere Bereiche in Deutschland auch übertragen. Also Gianni Infantino. Aus globaler Sicht alles richtig gemacht? Die Frage stellt sich für ihn gar nicht, weil er sitzt im Polsterstuhl neben dem Scheich. Ja? Und die nächste WM ist Mexiko, USA, Kanada. Da kann in dem Sinn auch nichts schief gehen. Und wir haben ja jetzt schon befohlen gekriegt, wieder ein super freundliches Sommermärchen nächstes Jahr bei der EM zu machen. Ja? Da hoffe ich, dass Manuel Neuer dafür sorgt, dass die Stimmung nicht absackt. Ja. Wir werden hören, was sein Skilehrer dazu sagt. Den gleichen Friseur hat er ja auch. Ja. Bezos. Ganz toll. Unglaubliche Biografie. Ja. Und von ihm kann man ja doch lernen, auch deine Mandanten werden vereinzelt private Probleme haben. Ja. Man geht irgendwo einen Pilz trinken, findet sich sympathisch, schon ist die fünfte Ehe futsch. Und er war ja verheiratet mit Mackenzie, die Literatur studiert hat bei der Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Die sagt, die wäre die beste Studentin gewesen, die jemand hatte. Dann hat er sich in eine Frau verliebt mit zwei Jobs, wie ich der Presse entnehme, nämlich Journalistin und Hubschrauberpilotin. Das ging rasend schnell, in einer Woche getrennt. Es gab, glaube ich, 34 Milliarden für Mackenzie. Und man bleibt Freunde und weiter verantwortlich für die Kinder. Also das ist leider bei viele Prominente kapieren das nicht, weil dann geht's los mit Rosenkriegen. Und der größte Fehler, einer fängt an auszupacken, sagen wir in bunte, und der andere reagiert in Gala. Und weil beide nicht kapieren, dass sie nur das Geschäft der Journalisten betreiben. Aber wenn man überlegt, dass die meisten Anzeigen beim Finanzamt auch von betrogenen Ehefrauen kommen, würde man in dem Bereich, also das hat er sensationell geregelt. Und also wenn man genug zum Verteilen hat, dann auch großzügig bleiben. Und die Gattin, die Ex-Gattin Mackenzie hat gleich gesagt, spenden, bis der Kühlschrank leer ist. Sie hat, glaube ich, 100 Leute, die beschäftigen, wohin das Geld gespendet werden kann und so. Ja. Und der mittlerweile ist der Amazon-Kurs, glaube ich, macht ein Päuschen. Aber kurz nach der Scheidung ging der so nach oben, dass er das Geld, was er ihr gegeben hat, glaube ich, fast schon wieder raus hat. Also das war ähnlich gut geregelt von Bill Gates, der ja mal zu lange auf einer Party geblieben ist. Und dann wurde die Frau auch sauer. Also das sind, aus dieser Liga kann man sehr, 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 sehr viel lernen, finde ich. Ja. Auch überhaupt einfach mal zu sagen, ich war schon erfolgreicher Investmentbanker, jetzt fangen wir in der Garage an, Bücher zu verschicken. Ja, dann sind sie zu viert gekniet, habe ich gelesen. Und das ist natürlich auch wichtig, solche Geschichten sind natürlich wichtig für das Image. Dann hat er gesagt, wir kaufen uns Knieschoner. Und dann hat der Kumpel gesagt, nee, Chef, wir kaufen einen Tisch.
Ja, für die Pakete mit den Büchern und so. Also das uneingeschränkte Bewunderung, genau wie beim nächsten, den du da schon im Petto hast. Genau, aus der Liga kann man viel lernen. Was kann man denn aus der in der gleichen Liga? Fantastische Story. Erstmal eine unglaublich attraktive Mutter. Elon Musk, für die jetzt nicht die Influencer sind. Elon Musk für alle, die happy sind mit seinem Auto und sagen, das ist super, das kann ich überall aufladen, da muss ich nicht rumsuchen. May Musk. Das ist eines der gefragtesten weiblichen Models über 70, mit drei Kindern in Südafrika aufgewachsen. Storytelling, sehr wichtig. Man war so arm, dass man die Milch, die verschüttet wurde, wieder zurück in die Tasse gestreift hat vom Tisch. Hat er das erzählt oder ist das nachrecherchiert? Habe ich gelesen, weil also sowas würde ich nie, true or not, it makes a great story. Ganz wichtiger Satz. Mhm. Ja, dieses Ehrlichkeit mit dem langweiligen Alltag, das interessiert keinen. Es muss irgendwie so sowas mit geplatzter Aorta noch den Privatjet gelandet haben. So eine Story muss schon rein. Dann ging die Mutter zurück nach Kanada. Und er war ja, glaube ich, auch bei PayPal am Anfang mit dabei und so weiter. Und ich meine, wer noch Zweifel hat, dass er weiß, wie der Job geht, der muss sich ja nur mal auf YouTube angucken, wie er getanzt hat bei der Eröffnung der Firma in Brandenburg, war es, glaube ich. Und der deutsche Bundeskanzler stand lachend und applaudierend daneben. Da muss man nichts mehr erklären. Ja. Und auch ein netter Mensch, vielleicht Matthias noch nicht Dessler. Ganz in der Liga wie Herr Ja, aber ich glaube, aber auch schon Milliardär, wenn ich der Presse glauben darf. Hat er auch mit seiner Reputation es so weit gebracht oder mit seinem Talent? Unglaubliche Karriere gemacht. Er ist ja, glaube ich, Musikwissenschaftler, war Musikkritiker bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ging dann zu Springer, ist Vorstandsvorsitzender von Springer, bekam von der Witwe von Axel Springer, ich glaube, 1 Milliarde geschenkt oder ein unglaubliches Aktienpaket. Ja. Genau. Hat die amerikanischen Investoren KKR mit ins Boot geholt und hat kürzlich ein Interview gegeben, wo er sagt, mit Sicherheit sind die Tage der Bild-Zeitung auf Papier gezählt. Was auch bedeutet natürlich Umstrukturierung insgesamt, dass man auf Mitarbeiter verzichten muss, sich von ihnen trennen muss. Also gab es aber auch wieder Ärger und Briefe aus der Redaktion. An den Vorstandsvorsitzenden? Ja. Aber das ist üblich. Ich stehe zu sehr außerhalb, um beurteilen zu können. Emotional gesehen würde ich sagen, bringt nicht viel. Weil das sind, man muss ja, das sind auch so Begriffe, die ich gelernt habe. Es gibt ja so Begriffe wie Exit-Szenario. Das heißt, ein Investor, der in was reingeht, der weiß schon, ein guter Investor, wie er rausgeht. Vor allem KKR. Und vor allem, wann er rausgeht. Ja? Und ich habe das ja mal selber erlebt, als mein Kuschelsender Sat.1 von Chaim Saban gekauft wurde. Und ich kenne nur die Zahlen, die unwidersprochen in der Presse waren, für 500 Millionen gekauft, für 3,5 Milliarden verkauft, nach nicht allzu langer Zeit. Also geht schon, wenn man einen Plan hat und Leute, die eben in der Mathematik genug zu Hause sind, um so ein System zu beherrschen. Also ich bedauere immer, dass es noch Menschen gibt, die Geldautomaten sprengen. Riesenschaden. Und letzten Endes müssen sie mit 100.000 Euro dann über die Autobahn rasen. Mit ein bisschen Ausbildung und so kann man doch dann eher so im Bereich Wirecard gehen, wo man sagt, da sind jetzt 2 Milliarden, wo auch Experten nicht hundertprozentig sind, wo sie sind und so. Also ich will das nur sagen, für junge Menschen lernen und eine solide Ausbildung, vor allem in den MINT-Fächern, kann sich lohnen. Das hat der ja auch gemacht, Joe Kaeser, 45 Jahre, glaube ich, bei Siemens gewesen, solide Ausbildung gemacht bis zum CEO und heute äußert er sich quasi zu allem. Und vor allem, er hat erstmal den Josef hinter sich gelassen und ist zum Joe geworden. Genau, er hat auch, glaube ich, das ist ein altes Foto, also er schnurrbart es ab. Ja, also das ist ganz wichtig. Es gab eine Zeit lang gab es bei den deutschen Superbossen so viele Joes, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ist wer. Ja, Ackermann. Joe Ackermann. Und man ist ja on first names in dieser Abteilung. Und es sind alles Freunde auch immer. Es sind alles Freunde und er hat ja, glaube ich, Frau Lisa Neubauer, die wir vorhin gesehen haben, meinen Job angeboten im Board bei Siemens. Kam aber nicht so gut, weil er gesagt hat, sie soll mal lernen, wie die Wirtschaft funktioniert. Ja, war, glaube ich, nicht in letzter Konsequenz zu Ende gedacht. Ja, aber das war natürlich eine Zeit lang, hat ja auch dann zum Beispiel
Frau von der Leyen oder auch Frau Dr. Merkel haben sich ja auf einer Zweiercouch mit Greta fotografieren lassen. Also diese, das sind immer so Sachen. Bei mir ist es teilweise so, wenn ein Foto von mir gemacht wird, sehe ich schon, mit welcher Unterschrift es irgendwann im Spiegel auftauchen könnte. Ja? Also das sind so auch das eine Selfie zu viel. Wer war das? Der Abgeordnete Zumthor. Ja, der ja mal in New York dann irgendwie so auch oder was so. Das ist ja generell. Ich weiß nicht, ob das auch in deinen Bereich der Beratung fällt, dass die Leute sagen, Kinder, ruiniert euch nicht für einen Skiurlaub oder für ein Wochenende in New York, wo die Getränke inbegriffen sind. Ja? Wenn ihr schon hinlangt, dann müsst ihr richtig hinlangen und so, dass es nicht mal hochbezahlte Spezialisten rausging. Aber dieses Upgraden, ja, ich darf mal Eurowings noch einen zweiten Koffer mit rein und so. Das steht in keinem Verhältnis für den Ruin. Ja, umso mehr freue ich mich sehr, dass du heute bei uns warst. Danke. Und wünsche dir einfach bei deinem Lebensmotto, ich mache nur, was mir Spaß macht, weiterhin viel Spaß. Danke für die Einladung und fingers crossed für deine Firma, für dich und eure, sagt man Mandantin oder Klienten? Wir nennen sie Mandanten. Ihr nennt sie Mandanten. Ja, aber nicht Mandanten. Ja. Innen, sondern wir nennen sie noch Mandanten. Nur Mandanten und die Frauen sind mitgemeint? Ja. Und gilt noch der Satz, den ich mal von dir gehört habe, die ideale Mandant ist ein DAX-Vorstand, der übers Wochenende Scheiße am Bein hat? Genau. Davon gibt es mehr, als man brauchen kann. Gut, das können wir ja schneiden, aber eine richtig coole Firma lässt das drin. Ne? Ja, natürlich. Wir lassen alles. Gut, vielen Dank. Gern geschehen.